herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Ciao. Und daneben, Siri. Ich habe heute ein stinkendes Schal an. Das riecht nicht gut, das zieh ich mir aus. Wie riecht denn das? Ja, ich glaube, das ist sowas wie Wachs. Das ist voll in die Nase gezogen. Bestimmt mega gesund. Wir mal dekorieren heute so ein bisschen unsere Wohnung. Und wir haben sehr viel Dekoration. Einmal das hier, das habe ich vor 2 Jahren oder so von deinem Onkel geschenkt bekommen. Ist voll schön, war noch nie an, aber ist echt mega hübsch. Nicht anmachen, dann ist es nicht mehr so schön. Nee, dann ist es nicht mehr so schön. Und dann haben wir hier so 2 super schöne Glasfigürchen, aber so also Weihnachtsbaum, voll hübsch. Und einen kleinen Engel. So, und jetzt suchen wir dafür einen schönen Platz. Nein, Spaß. Das hier war unsere bisherige Weihnachtsdeko. Das und dieser wunderschöne Schneemann, der zurzeit nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, und warum haben wir eigentlich nie wirklich Deko gehabt, weil wir kein Geld hatten? Ja, oder haben. Zu geizig. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir waren heute mal in so einem Laden. In ich habe Sarok mal losgelassen. Ja, ich habe gesagt, 50 Euro ungefähr geben wir aus für Weihnachtsdekoration. Und es ist schon echt viel geworden. Und zwar ein ganzer Kopf. Voll schönes Zeug. Ich glaube, das teuerste ist tatsächlich das hier. Ja. Mit 8 Euro und ansonsten ist das alles eigentlich so 1 Euro, 2 Euro. Weil ich wollte einen Adventskranz. Letztes Jahr haben wir selber einen gebastelt und jetzt ist schon kurz vor knapp und ich wollte einen haben und dann wollten wir eigentlich einen kaufen. Aber dann haben wir das gesehen und haben gedacht, sowas ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Da braucht man nicht jedes Jahr einen neuen. Nein, nur neue Kerzen und zum Beispiel ein bisschen nur Deko rein. Kann ich auspacken? Ja. Das ist eine Schere. Genau, ich habe schon eine Schere. Das ist so schlau. Schau mal, dann könnten wir deine Haare schneiden. Ja, ich muss zum Friseur. So, genau. Und da können wir daneben noch so Äste. Also so Tannenzweige. Tannenzweige, genau. So. Zweige dazu legen, ja. Man ist doch auch, ist das ein super Adventskranz, den man jedes Jahr wieder verwenden kann. Also die Zweige, die dann eher nicht so. Ja, die sind auch schön gemacht. Ja, die Gläser sind schon ganz schön und das Holzbrett, aber das hier halt, also die Kugeln sind erstens nicht schön mit dem der Naht. Ja, die sind richtig Plastik. Ja. Und dann. Vor allem, das sieht ja richtig geil aus hier oben. Die Tannenzapfen sind die schön. Die Tannenzapfen sind schön, die sind halt echt. Halt, ne? Wahrscheinlich auch nichts. Nee, und dann haben sie hier so 3 so Fake. Die sind ja auch, sehen ja ganz nett aus, gehen eigentlich. Aber das ist geht halt hier sehr spärlich. Haben sie hier so. Ja, das ist wahrscheinlich das abgegangen. Achso, ja, das kann natürlich sein. Schätzke ich. Wollte sagen, das hätten sie sich aber auch gleich mal sparen können. Es ist halt nicht viel da. Nee, aber es ist schön. Kaum was drin. Ja. Das ist echtes Glas. das klang wie ein Tischtennisball. Tischtennisball, ja. So richtig schön kitschig. Boah, das sieht aber schon geil aus, gell? Oh, hübsch. Xerlin sagt immer, wie cool die sind. Oh, ja, wie geil. Das. So ein Kissen oder so will ich davon haben. Zu ja. Hier oben, es ist keine schöne Weihnachtsdeko eigentlich, aber irgendwie ist er süß. Es ist eine witzige Idee, auf jeden ja. Fall. Das ist so ein Hingucker, weil man sowas eigentlich eher nicht das sieht. Stimmt. Ja, man hat immer irgendwo die Kerzen gelandet und so. Und dann plötzlich hat man dieses Ding da, was ja jeder kennt irgendwie. Ach, ich liebe diese Dinger. Das ist schon witzig, ja. Okay, gib den mal mir, mach mal weiter. Ja. Ich spür mal ein bisschen. Was ist denn jetzt? Hier, den Weihnachtsmann, den wollte ich haben. Lala. Hast du was gesagt? Ja, der ist ja auch voll süß. Halt mal still. Weil diese Weihnachtsmann-Figuren sind meistens auch so kitschig und hässlich, aber der ist irgendwie der. Der ist irgendwie cool, ja. Mit so einer Brille. Den haben sie auch echt schön gemacht. Das Gesicht ist eigentlich voll schön. Hier mit der Schnur hier, wo sein Sack dran hängt hinten. Oh, da ist sogar schon mal da so Äste und. Wem bringt er die? Weiß ich nicht, ist doch egal. Sollte da nicht ein Geschenk drin Und dann sein? Hat er hier noch so eine süße kleine Bimmelklacke. Cool. Also wirklich dachte, süß. Ach, hier mit diesen ganzen weißen Puschel hier, das ist echt ein schöner Weihnachtsmann. Ho, 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 kein Schnee dieses Jahr. Oh, schau mal, wie süß er ist. Oh, hallo. Der sieht sympathisch aus. Ja, finde ich auch. Der kann bei mir vorbeikommen. Und einen Schlitten dazu. Ja, der Weihnachtsmann braucht natürlich auch einen Schlitten. Steht da was drauf? Da steht X-Mess drauf. Ah. Ne, für Xaokiana-Mess. Das finde ich auch voll cool. Xena hat gesagt, boah, guck mal, wie cool das aussieht. Die habe ich auch da, ja. Oh, boah. Das war richtig hell. Oh. Das ist voll schön. Dann müssen wir nachher mal alles auf den Tisch tun und das Licht ausmachen. Kerzen haben wir noch, ne? Einmal. Ich stimmt voll. Einmal. Oh. Das geht aber weit runter. Obwohl, es geht noch. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich ideal für hier zum Reinkippen. Ja, wahrscheinlich illegal. Voll illegal! Illegales Weihnachtszeug. Was da drin alles? Was da alles drin ist, schauen wir mal. Oh, das ist ja ein goldener Tannenbaum. Ja, da ist ein kleiner goldener Tannenbaum. Den habe ich noch gar nicht gesehen, so Zimtstangen und sowas.
kleine Holzscheiben. So ein süßer kleiner Weihnachtsbaum. Süß. Der ist süß. Ja. Das ist ganz hübsch. Und halt so Kleinzeug hier. Ja. Nichts Weltbewegendes, aber ganz süß. Ja, so. Die roten Kugeln haben wir noch gesagt, könnten wir vielleicht welche da rein. Die da meinst du, ne? Ja. Gell? Ja. Statt diesen hässlichen Plastikdingern. Ja, die Glocken, da bin ich gespannt, was Xaug damit vorhat. Ja, ich würde die gern irgendwie draußen auf dem Balkon oder so hinhängen. Ah. Als Kette irgendwie und dann so ein bisschen als Windspiel. Ah. Genau. Die sind voll süß mit so Sternchen drin. Das Ding ist auf. Der bimmelt nicht. Da ist keine Glocke drin. Ach krass. Die klingen alle unterschiedlich. Echt? Und da ist eine Schneeflocke und hier so ein Stern an der Seite. Der erkennt das nicht, das ist zu. Weil es wahrscheinlich reflektiert. Das ist halt das, wenn man das, wenn das so billig ist. Der hat das, ja. Das ist nicht richtig. Grau. Also die, nee, haben alle die Glocke und. Und das eine ist einfach leer. Ja. Und das war schon kurz an, das sah so süß aus. Oh mein Tada. Gott. Oh, die Fenster schon mal, wie die hier. Oh, wow, cool. Oh mein Gott, ich liebe es. Oh, wie schön. Wo ist der kleine Baum hier so? Zack. Der oh mein Gott! Wobei der ist so groß wie das Haus. Es gibt Bäume, die so groß sind wie Häuser. Stell dir mal vor. Ich zum Aufhängen gedacht. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die sind halt sehr nah beieinander. Also wo willst du das groß hinhängen? Und die sind unten offen, oder? Ja. Ja. Unten offen. Ich denke mal, dass das... Zum Hinstellen. Ja. Wo auf so eine Fensterbank. Das ist schon mal wie schön. Boah, wie geil das ist. Oh mein Gott. Ach, hübsch. Cool. Naja, und so, rote Sterne. Genau, rote Sterne. Da stand mal da vorne, da gab es voll viele, so verschiedene Motive. Oh, diese Mini-Elche waren ja, so süß. Ich will die anderen auch alle. Ja, die waren alle so schön. Ich will die ganze Wohnung voller Lichterketten. Oh, guck mal. Ich finde das so faszinierend, dass man das einfach so komplett die Farbe ändern kann. Das ist einfach schon witzig, ja. Wie geht das in die Richtung? Rot und Gold passt sowieso. Ja, das ist halt... Optimal. Ich mag es nicht, wenn es zu kitschig ist, dass es rot glitzert, aber die sind so klein. Das ist okay. Ja, und es glitzert nicht so extrem. Es ist eher so mattes Glänzen. Schön, hübsch. Mhm. Dann haben wir hier noch sowas zum ans Fenster zu hängen oder an der Tür oder so. Mhm. Aber die sind super schön, ja. So. Ich glaube, da steht auch Christbaumschmuck drauf. Also vor allem, das glänzt wieder so stark, dass es wieder geil ist. Passt, das glänzt genau wie die Sterne, das passt. Ja. Dann haben wir hier auch noch. Das ist eigentlich so das typische Türding, oder? Ja. Wahrscheinlich. Dann haben wir hier sowas noch. Hirsch, beziehungsweise, ja, ist das ein Hirsch? Schon ein Hirsch, oder? Oder ja. Könnte es schon. Ja, ein Elch ist ja eher so. Eher wie ein Hirschgeweih aus. Genau. Ja, ist schön. Weil, warum Hirsch? Warum Hirsch? Warum Hirsch? Herr Hirsch. Herr Hirsch. Frau Hirsch? Genau, weil wir Hirsch sind. Familie Hirsch braucht mindestens einen Hirsch. Genau. Mir ist das hier zu wenig. Da sind so viele Lücken dazwischen. Wenn man es hier mal guckt, hier, also hier über eine Handbreit ist es da dazwischen und da oben wird es ein bisschen enger. Ich will mehr Licht am nächsten Weihnachtsbaum. Er ist noch nicht fertig geschmückt. Oh mein Gott, wie schön. Geil, lassen wir es so, oder? Oh. Ja, das so. Hallo, Xavok. Hi. Ach doch, der Hirsch ist schon süß. Es gibt so viele geschmacklose, hässliche, kitschige Hirsche und Elche an Weihnachten, aber den fand ich ganz hübsch. Ja. Ich habe nämlich letztens noch zu Xaro gemeint, ich will unbedingt einen, weil wir ja Hirsch heißen. Und noch ein buntes. Schön. Nee, das sieht süß aus. Das gefällt mir. Ja. Das können wir jetzt auch so lassen, weil das kann auch im Sommer schön. Ja, finde ich auch. Ja, das kann man eigentlich das ganze Jahr da hängen lassen. Oh, ist das süß, bis die Batterie dann leer ist. Okay, weiter geht's. Das könnte man da hängen. Ja, stell es mal da noch dazu. Dann ist da auch ein Licht. Ja. Jo. Ja, das muss nicht symmetrisch sein. Doch, muss es. Nein, muss es nicht. Das ist verdammt, aber was ist das denn? Was macht das denn da drin? Keine Ahnung. Es muss nicht symmetrisch sein. Doch. Das sieht zu gewollt aus. Ich will ja auch. Hast du Struggles? Schaffst du schon? Mit Gewalt geht das. Süß. Was sagst du? Boah, warum eigentlich nicht? Oder willst du das draußen aufhören? Nee, passt schon. Dann hörst du ja eh nicht draußen. Und kannst du die Wohnungstür machen, dann hörst du immer, wenn jemand die Wohnungstür aufmacht. Und wie gesagt, nach einem Tag geht es mir wahrscheinlich eh so auf die Nerven. Ja,
Hat da nicht eine schöne Bimmelkette gebastelt? Ist echt schön geworden. Muss man schon sagen, das hast du schon gemacht. Immerhin bimmelt's, wenn man dann aufmacht. Ja, das stimmt. Bimmel. Voll cool. So. Ja. Ich hol mir schon eine Jacke halt mal. Wir lassen dich mal wickeln und gucken dein Ergebnis an. Ja. Tada. Guck mal, sieht man da die Wunde nicht. Oh, voll cool. Klar. Nein, vielleicht fällt dir ja noch irgendein Platz ein. Das wäre jetzt so der typische Fall, wenn man sagt, ja Kinder, geht mal raus. Und der Papa hängt dann das hin und sagt, guck mal, was ich euch geschenke. Genau. Oh, ist das jetzt mein Geschenk? Ja. Müssen wir die noch weiter runter? Ich komme da noch nicht mehr. Ja, müssen wir noch ein bisschen weiter runterhängen. Weil das hier vorne, das ist so fest, das, weil das hier dehnt sich, aber das ja, ist dann nicht. Das stimmt. Unsere Ecke, aber die leuchtet nicht so doll. Und durchs Fenster sieht man dann so leicht die farbige Lichterkette durchscheinen. Bis da hinten. Und da bin ich. Ich sehe dich nicht, oder? Kleiner. Hallo. Ah, ich sehe, wie du guckst. Sehr schrecklich. Gleich wieder wegmachen. Also das finde ich mega süß. Ist es nicht schön? Lass uns mal noch von draußen die bunte Lichterkette angucken. Ja, ja, ja! Sieht leider in der Kamera nicht so schön aus wie in echt. Guck mal, wir müssen es da hinten festmachen. Das geht ab hier. Hier hängt's runter. Festbinden oder so. Der nächste Morgen. Der nächste Morgen. Erster Advent, 1. Dezember. Euch allen einen schönen ersten Advent. Ja. So, unser Adventskalender. Ganz billige, einfache, aber faul. Ich wollte die, die immer bei Oma früher hängen. Ganze 70 Cent hat einer gekostet, aber Fairtrade-Kakao. Ja, voll krass, gell? Boah, ich mach da jetzt auf. Ich mach vor dem Frühstück. Meinst du, wir haben das gleiche drin? Boah, ich darfst du nicht zu laut sagen. Vor dem Frühstück, was ist das? Jawohl. Kannst ja auf dein Brötchen legen. Oh ja, jetzt habe ich Brötchen gesagt, nur für euch. Brötchen, Semmeln sind das. Brötchen. Hast du die eins schon gefunden? Ja. Ist über dir an einer anderen Stelle. Weiß ich nicht. Ich habe schwarze Zahlen, du hast weiße. Das ist voll scheiße. Der Schneemann ist weiß. Ich weiß nicht, was das für eine Zahl ist. Die, was soll denn das sein? Oh, was ist das für eine Zahl? Das könnte eine 9 sein. Du hast auch ein anderes Bild. Da ist die 1. Ist bei dir auch die 1 da? Nee. Nicht ganz. Ja, dann hast du vielleicht ein anderes. Ich hätte eigentlich gesagt, du hast das gleiche, aber... Okay, was habe ich drin? Ich habe ein... Das ist ein Reiter. Was, ein Reiter? Ja. Ah, ich habe so ein Adventsgesteck mit... Sieht aus wie Federn, sind glaube ich Äste. Ja, sieht man bestimmt nicht. Ein Reiter ist da dran gewesen. Na gut. Billig Schokolade. Sehr gut. Cool. Und? Wir können die erste Kerze anmachen. Ja. Darf ich? Ja. Machen Sie bitte. Die Dame. Nein. Ja, erster Advent. Habt ihr auch einen Adventskranz? Ja, auch so schön wie wir. Ja, wir werden jetzt frühstücken. Ganz gemütlich am ersten Advent. Und dann darfst du das Video fertig machen. Dann mache ich das Video fertig. Und dann muss ich noch... Und dann kommt ihr. Und dann kommt ihr, genau. Nee, dann muss ich noch... Ich muss auch noch Scrap Mechanic erster Advent machen. Also einschalten auch auf dem Let's Play-Kanal. Und genau, ja, dann schönen Advent noch. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Oh, Essen, ja.